Grazcast Espresso. Infotainment. Kompakt aufbereitet für zwischendurch. Magister Claudia Brandstätter ist Markt-, Meinungs- sowie Trendforscherin und Geschäftsführerin sowie Unternehmensinhaberin der BMM, Brandstätter Maduschkowitz Marketing GmbH. Ihre Leidenschaft, die Marktforschung, gibt Claudia Brandstätter auch auf Hochschulebene weiter, indem sie als Lehrende an der FH Joanneum aktiv ist. Weiters ist Claudia Brandstätter an der Wissensvermittlung auch insofern engagiert, als dass sie als Autorin und Herausgeberin aktiv ist. Zudem bietet Claudia Brandstätter mit ihrem Unternehmen unter anderem Seminare, Lehrgänge und Coachings an. Frau Magister Brandstätter, gibt es ein Ereignis und wenn ja, welches, das für Sie Ihre Leidenschaft für die Marktforschung entfacht hat? Nein, man kann jetzt sagen, die Leidenschaft entsteht ja meistens schon immer ganz, ganz früh. Wenn man neugierig ist, wenn man sich für Dinge interessiert, wenn man gerne Fragen stellt und nicht aufhört, diese Fragen zu stellen, bis man Antworten erhält, kann man sagen, das begleitet mich, seit ich mich an meine Jugend erinnern kann. Ich würde nicht sagen, das war das Interesse für Marktforschung, sondern das war Neugier. Frau Brandstätter, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und es kommt jemand zu Ihnen und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie dieser Person in aller Kürze denn antworten? Ich glaube, wenn man in der Grazer Innenstadt unterwegs ist, trifft man wahrscheinlich auf sehr positiv gestimmte Menschen. Also muss ich auch bei der Beschreibung nicht nur meinen Namen nennen und vielleicht dazu sagen, Claudia mit C, das hängt natürlich auch mit meinem Geburtsjahr zusammen, sondern was meine tatsächliche Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist es, Informationen zu produzieren, zu suchen, zu finden, damit sich die Lebensqualität der Menschen in den nächsten Jahren verbessert. Ich bin sozusagen Informationsproduzentin für die bessere Lebensqualität. Und da denke ich mir, das sind die Menschen in der Grazer Innenstadt zumindest mit einem Lächeln ausgestattet und interessieren sich für das, was ich mache. Auto, Öffis oder Fahrrad? Das kommt darauf an. Der Verstand sagt Fahrrad, die Emotion sagt Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Ganz sicher Frühaufsteher, aber wenn am Abend was los ist, auch gerne länger. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergbahn. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Na, das Sonnenliegen in der neuen Augartenbucht, da könnte man vorstellen, das passt momentan besonders gut. Kasematten oder Dom im Berg? Für mich nicht unbedingt ein Gegensatz, weil man es hintereinander besuchen kann, aber ich könnte sagen, Kasematten haben schon etwas. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Das ist jetzt eine schwierige, ich könnte sagen mit ohne. Forschung bedeutet für Sie? Sich akribisch und mit positiver Energie darum kümmern, dass in Zukunft sich etwas echt verbessert für die Menschen. Was kann denn Forschung oder was kann Wissenschaft in der Gesellschaft auch bewirken? Ganz, ganz viel. Erstens einmal ist es damit möglich, dass man unhistorische Sprünge macht. Zweitens ist es damit möglich, dass man das Verhalten der Menschen so beeinflusst, dass es den Menschen selber, aber auch unserem Planeten besser geht. Welche drei Bücher sollte jeder gebildete Mensch gelesen haben? Naja, welche drei Bücher? Ich glaube, Bücher sind sowas wie intime Freunde. Da sollte jeder für sich beschließen, zumindest ein Lieblingsbuch. Ein zweites Buch sollte sich danach richten, was jemand beruflich als Leidenschaft für sich entdeckt hat. Und ein drittes Buch sollte jemanden dazu machen, dass er ein soziales Wesen ist. Und außerdem mein eigenes Buch. Das schaue ich immer wieder an und mag es auch konsumieren, nämlich dieses Thema, die Neuvermessung der Wertschöpfung. Ich glaube auch, wir stehen am Beginn. Es ist nicht Umsatz und Gewinn, was in Zukunft zählt, sondern Lebensqualität, positive Energie und Wertschätzung, Respekt und Danke. Das beschäftigt mich schon. Aber die drei Bücher, glaube ich, das muss jeder für sich finden. Aber wenn, dann soll er sie haben. Halten, liebhaben, streicheln und nicht irgendeine Download-Variante. Was uns in diesem Kontext auch interessieren würde, ist, wie denn so ein klassischer Marktforschungsprozess aussieht. Wie gehen Sie davor? Wie beginnen Sie, wenn ein Kunde zu Ihnen kommt und sagt, ja, wir möchten dies und jenes herausfinden? Am besten funktioniert, egal welche Art von Marktforschung, sei es
Wissensstand Mitarbeiter, Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen. Am besten funktioniert es, wenn man glasklar das Ziel definiert. Was wollen wir? Wollen wir ein neues Produkt? Wollen wir unsere Informationswege zum Kunden verbessern? Wollen wir die Mitarbeiter mehr motivieren? Also die beste Marktforschung beginnt bei der besten Zieldefinition. Wenn man weiß, was wir wollen, dann kann man viel besser sagen, was haben wir schon? Was brauchen wir noch? Und jede erfolgreiche Marktforschung endet, indem sich etwas verändert. Wenn sie nichts verändert, so zum Beispiel, habe ich mal wissen wollen, was kann Marktforschung? Und ganz wichtig ist auch, dass man sagt, die Ziele sollen so sein, dass sie mit der Lebensqualität der Menschen was zu tun haben. Ich könnte auch sagen, Zieldefinition, die besten Werkzeuge einsetzen und akribisch so lange suchen, bis man es gefunden hat, nämlich die Möglichkeiten, wo ist der Ansatzpunkt für Verbesserungen. GRK oder Sturm? Ich bin, seit ich denken kann, Sturmmitglied. Da war ich noch nicht so gerne schwarz angezogen. Hat nichts mit der Vereinsfarbe zu tun, aber vielleicht ein bisschen was mit meiner Herkunft. Die ist nicht so ganz fein. Kann mich mit Sturm super identifizieren. 80-10 oder 80-20? 80-10 oder 80-20. Das fängt jetzt einmal damit an, dass eigentlich müsste ich sagen, da wäre mir am liebsten die Mur. Also so genau in der Mitte. 80-10 und 80-20, aus der Tradition heraus 80-10, aus den Potenzialen und Möglichkeiten 80-20 und auf der Brücke stehend, egal auf welcher, haben beide 10 und 20 unheimlich viele Vorteile. Bier oder Wein? Immer Wein. Immer Wein in allen Varianten, vor allem den tollen steirischen Wein. Aufsteirern oder Grazathlon? Beides. Da kann ich wirklich, weil es ist, das sind nicht wirklich entweder oder, sondern das ist immer sowohl als auch. Blabutsch oder Schöckel? Blabutsch. Der oder das Teller? Das. Nach all Ihren Erfahrungen, berufliche Erfahrungen, aber auch sonstige, was würden Sie heute rückblickend Ihrem 18-jährigen Ich raten? Darauf kommen, was man gern macht und das als solches forcieren selber und sich nicht so sehr beeinflussen lassen, was andere dazu sagen, weil man ja sein eigenes Leben leben soll. Ich glaube, man muss sich möglichst früh damit beschäftigen, was passt zu mir, wo bin ich stark, woran habe ich auch Freude, was tut mir gut, das merkt man übrigens relativ sehr schnell. Ja, also draufkommen, sich nicht beeinflussen lassen, selber dran arbeiten und dann natürlich, das muss ich schon auch sagen, ist, dass man einfach auch lernt, mit Niederlagen umzugehen. Das gehört dazu. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass die Menschen von den Angeboten der Stadt Graz nicht nur erfahren, sondern diese auch ausprobieren und in Anspruch nehmen. Wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch? Also mit mir ist überhaupt nicht schwer, in Kontakt zu kommen, weil erstens einmal, wenn jemand mit mir in Kontakt treten will, mit mir kriegt man einen Termin. Ich kenne nicht zu einem Menschen, die sagen, also ich habe im August, am 13. August um 10 Uhr ein Zeitfenster von 15 Minuten. Also ganz ehrlich gesagt, ich garantiere Ihnen, wenn jemand mit mir in Kontakt kommen will, braucht er nicht mehr als 5 Tage Konsequenz und der Kontakt als solches ist möglich. Welche Botschaft möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben? Dass positive Emotionen viel wichtiger sind als alle Angst, Neid, Argwohn und was dazugehört. Die Hauptbotschaft ist, kümmern Sie sich bitte um die 3 angeborenen positiven Emotionen. Bereiten Sie anderen Menschen Freude. Bleiben Sie selber neugierig und interessieren Sie sich an Ihrem Umfeld.
Und der zweite als solches wichtige Tipp oder zweite Botschaft ist, nie aufhören zu lernen. Und ich rede jetzt nicht fachlich, sondern aufhören zu lernen. Das hat damit zu tun, dass man Menschen so wahrnimmt, wie sie sind und nicht, wie man selbst seinen Filter zurechtgelegt hat. Ja, Frau Brandstätter, vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Interviews. Es hat uns sehr gefreut, es hat sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.